anderen Seite, genau da drüben ist dann hier die kleine Imbissbude, gell? Da bist du doch irgendwo. Da, vorsichtig, genau. Da bin ich, glaube ich, bin sogar reingefahren, gell? Was ich cool finde, sind die Bänke da. Die sind echt cool gemacht. So, mal schauen, dass wir weiterkommen. Hier sonst... Macht doch jemand anders Currywurst auf uns. Nämlich die Fahrgäste, wenn sie zu spät sind. So, da vorne geht's links einmal Richtung Pressig. Erstmal an die Helios-Klinik. Mit der witzigen Einfahrt. Witzig. Was haben wir gelacht, gell? So. Vielleicht bis mit Motorbremsen hier. So, da geht's einmal rein. Vielleicht haben wir sogar Zugverkehr. Ich weiß es gar nicht. Wenn man Glück gehabt hat, hat man immer Zugverkehr erwischt, ob es jetzt hier genauso ist, ob wir überhaupt halbwegs pünktlich sind, dass wir überhaupt Chance drauf haben, das steht auf einem anderen Stern, das weiß ich nicht. Und das ist ein Kollege, Facelift. Interessant. Achso, ja, stimmt, hier war ein Facelift, was fährt hier noch? O307, glaube ich, und, ja, das fahr auch. Also Facelift, O307 und ich glaube Setra 319 UL oder so. Wahrscheinlich für die Langläufer dann. Fahren dann etwas längeren Busse und für die Kurzläufer reicht hier locker. Also wie ihr seht, reicht ja locker hier. Ist ja gar nicht mehr so eng, oder? Ist breiter geworden? Nee, ist nicht breiter geworden. Wirkt nur durch den Schnee so, okay. Also Dingenskirchen und so, da sind wahrscheinlich für die Langläufer. Wie gesehen, der nach Tettau ist er der Langläufer. Der fährt hier Facelift G. Okay, auch wenn ein schöner Repaints gegeben hätte. Oh, vielleicht habe ich es auch noch nicht. Ne, beim Standard Repaint. Guten Tag. Alle mal rein. So. Einmal durch zum Bahnhof, dann schauen wir mal. Natürlich eine optimale Situation ist uns der Bus entgegengekommen. Das war ein Highlight. Da war echt schön eng. Wobei da vorne ist noch ein bisschen enger. Einmal Blick nach hier. Blick ist frei. Vorsichtig raus. Jetzt können wir, warte mal, vielleicht danach gucken. Ja, das passt. Was nämlich immer ein bisschen böse mit dem Hinterteil vom Bus, da fährst du immer ganz gerne wogegen hier, aber mit ein bisschen fahrerischem Skill, also den ich natürlich hab, klappt das eigentlich. So, hier ist auch mal ganz eng, also hier wird immer lustig mit Gegenverkehr, aber hier ist in dem kleinen Kaff ist nicht allzu viel los, aber die haben einen schönen großen Bahnhofsplatz. Nur hinter mir habe ich jetzt einen, der sich da irgendwie wahrscheinlich geschwindigkeitstechnisch etwas, also das war jetzt nicht, also Leute, nee, Also, gegen die Berechtigkeit dieses Meckerns möchte ich gerne Einspruch erlegen. Einspruch. Da klappt halt super, gell? Also, Omsi-Vorproduktionstage sind super. Du bist die ganze Bus am Quatschen. Das ist echt witzig. So, hui. Da kommt so ein Sprachsalat bei raus. So, erstmal schön nach außen fahren. Und dann, wenn du nach außen musst, nach innen ziehen. Und dann wieder nach außen. Dann schaffst du die ganzen Kreisverkehre wie im Nu. Wer es nicht verstanden hat, der... Schaut sich das an. Einfach noch einmal. So, Pressig hier wäre wahrscheinlich auch ein Kurzläuferende. Und da ist irgendwo eine böse Kollision, da muss man ein bisschen drumherum fahren. Ja, der Bahnhof finde ich immer noch schick. Den finde ich immer noch schick. Auch wenn da gerade kein Zug ist, aber ist ja egal. Sind wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mit den Langläufern dann abgetaktet, das weiß ich gar nicht. So, hui. Langsam in die Wendeschleife. Ich gebe einfach mal gar kein Gas. Ich mache einfach mal den dritten Gang rein. Standgas, das kriegt der Bus ganz gut hin. So. Und dann wird es sehr uns hier... Ich fahre nicht scheiße, ich bremse so ganz langsam. Alles in Ordnung. So. Stehen wir einmal hier, vielleicht ein bisschen so, damit wir den Bus einmal sehen. Und ihr dürft einmal rein, okay. Vielleicht könnt ihr einen Fahrschein haben. Okay. So, hätten wir wieder zu wegen kalt. Jetzt müssen wir uns die Kurzstrecke kümmern. Jetzt haben wir 9.10 Uhr, ne? Machen wir mal 9.10 Uhr da draus. Kurzstrecke wäre das hier R für 1,90. Zack. Und schon wieder einen Fahrschein haben. So, 10erle. Nee, der war aus 10, der war aus 20, der war aus 50, aber 10erle. Danke. 2 und 1. Bitteschön. Dann wird ein Fahrschein. Schade, dass wir den gerade eingestellt. So. Jetzt gucken wir erstmal. Pressig Bahnhof 9.07 Uhr. Ja, ein bisschen zu spät. Und Temperatur 14 Grad. Denke ich, das regelt sich noch ein kleines bisschen nach oben. Dann passt das auch. So. Dann fahren wir gerade mal wieder los. Naja, die paar Minütchen, das ist ja in Ordnung. Oh, aber rutschig hier. Hier auf der nicht geräumte Straße ist eine Menge rutschig. So, mal groß einmal ausholen vielleicht. Hui. Dann passt das auch hoffentlich. Huhuhu. Ja, das passt. So, dann geht's wieder über die Helios-Klinik. Dann eben einmal den kleinen Berg hoch. Dann sind wir, glaube ich, auch bald schon in Stockheim. Ich muss ja ehrlich dazu sagen, den Teil, den ich in Tettau euch am coolsten finde, sind so die letzten Meter. Also so gerade zwischen Kehlbach und...
Kronach fahre ich eigentlich ganz gerne. Schade, dass es da keinen Kurzläufer gibt. Dass nach Kronach wirklich nur jeder vierte Bus fährt, der dann auch nur von Tettau auskommt. Aber so ist es halt, ne? So ist der Fahrplan, da kann ich mich nicht dagegen sträuben. So, ein bisschen langsamer hier vielleicht. Aber sieht ganz gut aus hier. So, dann nochmal der Helios-Klinik angehalten. Für alle, die den Bus gerade knapp verpasst haben, sind wir nochmal da. Zweite Chance, aber letzte Chance. Erst in einer halben Stunde kommt der nächste, gell? So, immer rein mit euch. Tag. Guten Tag, ein Fahrschein, jemand? Okay, genau. Oh, ist sogar schon eingestellt, gell? Da brauche ich einfach nur hier da dran zu drücken. Und einmal das 10er-Led 2 und 1 rauszulassen. So, wenn er das Ding... Okay, wieder die Kurzstrecke, das können wir jetzt eingestellt lassen. Wenn man es einmal ganz zurücksetzen möchte, kann man hier draufklicken, dann stehen die Rädelchens alle wieder auf Standardstellung. Aber das ist eigentlich, denke ich, recht selten sinnvoll. So, vorne. Ach, mit eng. Ich bleib mal hier stehen. Das ist aber rutschig ein bisschen, gell? Merkt man ein bisschen am Schaltverhalten. So, da geht's einmal links rum, dann gleich den Berg nach oben zu. Kommen wir jetzt rein gesehen. Vielleicht haben wir noch verpasst in unserer dreiminütigen Verspätung, ihr Frevel. Geht ja mal gar nicht. Boah, voll die Verspätung, ey. Deabu. So, Kronach, genau. So, hier ist frei und da ist auch frei. Ja gut, das ist, hier ist nicht so viel los, so KI-technisch. Mitten auf dem Land, genauso wie im Bus. Also ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich noch an meine damaligen Tettau-Fahrten, wo dann wirklich immer als auf den Langläufern war der Bus am Ende immer gerammelt voll, weil irgendwie zwischendrin kein Schwein ausgestiegen ist. Also da waren die ganzen Fahrten bis Kronach. War dann gerade zwischen hier Pressig und Kronach war mir die Hölle los im Bus, weil kein Schwein ausgestiegen ist. Aber okay. Das ist jetzt hier ein bisschen anders. Das ist hier nicht so die Hölle los, gell. Das geht. Aber jetzt sind wir zumindest ungefähr in einem Maße so an Fahrgästen, wo sich der Bus auch wieder anfängt zu rentieren. Also so mit den zwei Leutchen von vorher, das hat sich ja nicht wirklich gelohnt. Ich glaube, es wäre auch eher sinnvoller gewesen, die Fahrten von Kehlbach bis Kronach oder so fahren zu lassen. Nicht nur bis Stockheim. Weil die meisten dann eher doch bis Kronach durch wollen, weil das ein bisschen größerer Bahnhof ist. Aber okay. Hier, dort haben sie auch Anschluss an die Bahn. Von dem her ist das eine Ordnung. So. Oh, schönes Wasser. Bisschen gefroren, ich weiß es gar nicht. Sehe ich gerade gar nicht so gut, aber aufgrund der minus 8 Grad und das sieht mir nach stehenden Gewässer aus, da könnte das durchaus gefroren sein. So, einmal darum. Einmal nach links lugen, einmal nach da lugen, ist frei. Hui. Wir haben nochmal einen Bahnübergang auf der Strecke, das heißt, vielleicht sehen wir da ja einen Zug. So, 50 geht den Berg hoch. Ja, genau. Hier haben wir jetzt, denke ich mal, so eine Stelle auf der Karte, wo wir unseren Motor wirklich recht schön warm bekommen. Das tun wir auch auf den letzten Meter nach Kronach hoch. Eigentlich ganz gut, aber hier auch. Also da stehst du echt schön auf dem Gas hier die Strecke hoch. Deswegen, ja. Tut das der Motortemperatur im Sommer nicht ganz so gut, aber im Winter so eigentlich schon. Die Gegenrichtung ist ja eher nicht so von Höhen geprägt. Deswegen muss man schauen, dass man auf dem Hinweg ein bisschen den Bus aufgeheizt bekommen, je nachdem, wie viel Pause man da noch hat. Das weiß ich auch nicht. Können wir vielleicht mal schauen, wenn wir irgendwo gerade rumstehen, wie viel Pause wir theoretisch hätten. Also wie lange unser Bus überleben muss, ohne dass wir da sinnlos mit einem Motor rumstehen. So, das können wir mal ganz kurz vielleicht einmal... Was war das andere? Das war hier. Von 18 bis 26. Boah, das ist nicht so lang. Die 10 Minuten hält er locker aus. Wenn es überhaupt 10 Minuten sind, weil wir ein bisschen zu spät sind, dann eh nicht, aber... Das hält der Bus aus, das denke ich schon mal. So. Gut, dass so wenig los ist hier. Sonst wäre es ein bisschen eng, ne? Aber da könnte ich wieder meine Kurvenfahrtechniken zeigen. Aber ich glaube, die kennt es mittlerweile echt schon jeder, der ein bisschen halbwegs regelmäßig zuguckt. Josh, ich kenne die aber gar nicht. Ja, ist halt so. Ja, ein paar Leute haben wir ja drin. Die ist ja alles ganz gut. Die schöne pinke Tür ist auch ein Highlight. Finde ich auch süß. Also, ich kenne ja auch noch die alten O507, auch noch hier mit der halb verglasten Scheibe. Die war allerdings dann nicht pink. Wobei früher, das ist ja nicht pink, das ist ja Himbeerrot. Früher so die Farben der Deutschen Bahn, die offiziellen. Von den ganzen Bahnbusgesellschaften. Ist jetzt auch heute, falls noch vorhanden, eben dieses Verkehrsrot. Haben wir die Bahnbusse heutzutage und damals war es halt eben das Himbeerrot. Das ist nicht pink, das ist Himbeerrot. Das ist auch so eine klassische Farbe bei den U307 noch gewesen.
Und halt eben die erste Generation der U47-Wagen durfte auch noch sich in diesem wunderschönen, in dem wunderschönen Pink da suhlen. Soll ich mit der Folge ist auch wieder ein bisschen langsamer. Geht bergab. Ja, wie mit dem Niveau. Das passt doch schon mal. Ist ja schon mal schick. So. Ja, aber passt doch ganz gut. Genau, jetzt geht's dann links nachher irgendwo Richtung Stockheim rein. Stock. Alter Chocone hat das immer so gerne zitiert. So, da haben wir dann nochmal einen Bü. Vielleicht sehen wir da einen Zug, man weiß es nicht. Oder vielleicht noch einen Gegenkollegen. Das weiß ich auch nicht. Und wenn nicht, naja, dann nicht. So, hui, schöner Sonne entgegen. Heißt, wir fahren so theoretisch so ein bisschen grob Richtung Osten, weil wir die Sonne ganz oft im Gesicht haben. Gut, jetzt haben wir sie wieder fast von hinten. Ist ja schick. Liegt so ein bisschen an der sehr kurvigen Verkehrsführung hier. So. Ja, ist echt nicht, da kannst du echt nicht so schnell fahren. Hier muss immer wieder hier da und kurven und da und lenken. Das macht es ein bisschen anspruchsvoll, das ist auch nicht verkehrt. So. Haben wir dann das Kurvengeding so gleich mal hinter uns? Ich glaube ja. Und wenn nicht, dann neu oder halt nicht. So, hui, da vorne nochmal rum. Ja, der Bereich scheint jetzt ein bisschen länger als sonst Richtung Stockheim. Aber es kann auch nur so ein. Kann auch nur eine Fehleinschätzung meinerseits sein. So. Weil wegen Schnee und weil wegen nicht ganz so schnell, wobei ich würde auch sonst nicht schneller fahren. Ist egal. So, hui. Ach stimmt, das war dieser Berg hier. Da kommt man eigentlich wirklich mit Schnee, kommst du hier gar nicht hoch. Das kannst du dir echt sparen hier, den Berg. Ah, stimmt, jetzt fahren wir erstmal in dieses kleine Höhlenkaff hier noch. Oh, ein kleines Höhlenkaff hier zwischendrin. Stimmt. Wie hieß das Ding nochmal? Ja, ja, das Ding hier auf jeden Fall. Das hätte ich jetzt voll ausgelassen, so gedanklich. So, müssen wir einmal hier rum. Ja, auch ganz langsam, weil hier ein bisschen enger ist. Stimmt, das hätte ich jetzt komplett vergessen hier. Genau, das ist das letzte Kaff vor Stockheim. Ja, ja. Ich erinnere mich ganz dunkel. Auch wenn es gar nicht so dunkel ist, aber ich erinnere mich zumindest dunkel. Ne? Das ist auch nicht verkehrt. So, da sehen wir jetzt den roten. Da ist die rote Freunde da stehen und euch zwei Menschen. Das lasse ich auch nochmal in dem Bus. Und dann denke ich mal, dass der Bus auch seine angenehme Temperatur erreicht haben dürfte. Genau, seine 19 Grad. Eiwandfrei. Schick. So. Morgen. Oh, Tageskarte. Oh, oh. Machen wir Haltestellenbremse mal rein. Dann müssen wir auch hier auf G stellen. Ich mach mal dich vorne an. So, dann brauchen wir einmal 9 Euro und 30. Achso, die Uhrzeit ist falsch. 9.20 Uhr. So, dankeschön. Dann brauchen wir jetzt einmal den 20er. Ah, den 20 haben wir gar nicht. Ja, ja, 20. Und 50. So, Mann, hier hast du alles. Doch jetzt alles. So. Oh. Heyo. Ja, hier müssen wir uns irgendwie uns durchdrängeln. Passt das? Ja, ganz knapp. Bin auch ganz knapp, aber das passt ganz gut. So, dann einmal hier kurz ausholen, wenn jetzt keiner abbiegt. Oh, ja, komm, kriegen wir hin. Ich hoffe, der beschwert sich jetzt nicht. Oder er wollte eh abbiegen, dann passt das eh. Oder er wollte eh mit mir einen Unfall bauen, dann kann er halt seinen Arbeitstag auch gleich mal an den Hut stecken. Ist auch nicht verkehrt, ne? Hat er zumindest Ausrede beim Chef, wenn er nicht zur Arbeit möchte. So, ein Kollege. Noch andere KI-Autos hier, oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, das kommt mir nur so vor. Das sind echt andere KI-Autos. Das sind auch die Hamburger. Tatsache. Da hat doch jemand die KI-Autos so mitgeändert. So. Lass mal den vierten Gang drin, damit wir ein bisschen bremsen damit. Sonst muss ich meine arme Scheibenbremse jetzt abnutzen, gell? Ach, stimmt. Der Teil kommt auch noch dazwischen. Stimmt. Das Viadukt. Nein, das ist kein Viadukt für die Fauna. Das ist einfach nur ein Stück normales Viadukt. So, wie hat das Viadukt? So duckt er sich? Irgendwie sowas in der Art. Kommt mir mal bekannt vor. Aber ich finde es auch echt schick da mit dem Berg und mit dem Wasser hier. Ist so ein schicker Bereich. So. Ich glaube, aber 60 sind ja echt angebracht. Alles andere wäre ein bisschen schnell. Ein bisschen arg schnell. Wenn wir zu schnell fahren, dann ist das nicht gut, ne? Dann fliegt uns der Bus um die Ohren oder die Fahrgäste oder wir schlittern irgendwo raus. Das ist alles keine Vorteile. Der einzige Vorteil ist, wir sind vielleicht pünktlich. Kann aber auch den Nachteil mit sich bringen, dass wir vielleicht zu spät sind, gell? Deswegen, sollten wir das alles mit beiden Augen betrachten. So. Und vielleicht mal ein kleines bisschen distanziert, ne? Einen Schritt zurücktreten und so. Vielleicht kennt das ja noch jemand.
Woher das Zitat stammt, ich weiß es gar nicht. Nö, wahrscheinlich nicht. Erkennt wahrscheinlich kein Mensch. So, hui. Ja, komm mal ganz gut vorwärts hier. 80 hier, jo. Vielleicht nicht unbedingt, wäre ein bisschen schnell, glaube ich. 80 empfinde ich als etwas schnell hier an der Stelle. Wie schnell fahre ich denn? 70, ja, okay. Dann können Autos auch 80 fahren. Vor allem bei Nichtschnee. So, und jetzt geht's aber hier links runter Richtung Stockheim. Genau, erstmal an der Tankstelle und dann noch an den Bahnhof ran und dann haben wir auch alles hier. So, da wäre frei. Da sehe ich nicht so viel, aber da ist auch frei. Oh, der Sonne entgegen. Schick. Oh, mit dem See. Ja, ja, ich erinnere mich. Dann noch mein Bahnübergang mit der letzten Chance auf Zugverkehr. Aber sieht, glaube ich, ja schlecht aus. Sonst würde man von hier aus wahrscheinlich schon das Gebimmel des Büs hören. Wenn der Büb den Büh gesichert hat, dann wird dann hier wahrscheinlich einmal das Glöckchen bimmeln, aber ist hier nicht. Okay. Trotzdem aber langsam hier drüber. Wegen Pam. Genau deswegen. Wollen wir nicht übertreiben hier. So, einmal runter mit uns. Jetzt möchte doch gar keiner aussteigen an der Tankstelle, gell? Nö. Ja, dann fahren wir gleich durch. Dann müssen wir schauen, dass sie auch wirklich alle aussteigen hier. Ich hoffe aber mal schon. Dann können wir ganz kurz unsere Verspätung nochmal anschauen. Oh, 5 Minuten. Ja, das meine ich damit. Ich habe nämlich nicht das Gefühl gehabt, langsam gefahren zu sein. Und trotzdem ist... Naja, so ist es halt, ne? Jetzt hätten wir noch 2-3 Minuten, dann geht's wieder zurück. Und dann hätten wir wieder 2-3 Minuten. Wobei, das weiß ich nicht. Wie viel Pause wir in Kehbach haben, das kann ich euch nicht sagen. Ja, das kann ich euch nicht sagen. Werden wir gleich vielleicht sehen, wenn wir den Fahrplan vor uns liegen haben. So, Stockheim, genau. Da vorne einmal der Bahnhof. Übergang zum, ich glaube, nur Regionalverkehr. Fernverkehr sucht man, glaube ich, hier ein bisschen vergebens. Zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. So, Pausenhaltestelle. Ja, dann stellen wir uns doch da gerade mal hin. Ganz ohne irgendwas? Okay. Dann eben ganz ohne irgendwelche Markierung. Okay, einmal hier auf mit euch, einmal raus mit euch. Der Fahrplan schildert vielleicht auch rum. Genau, wunderbar. 26. Ach, das wäre sogar direkt Abfahrt. Okay. Noch weniger Pausen. Hey Gott, so ist es. Ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Macht's gut hier. Von Tadau auf ein weiteres dann das nächste Mal. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.